herzlich willkommen zum neuen Vlog. Wir machen direkt da weiter, wo wir letzten Vlog aufgehört haben. Mir geht's nicht gut. Okay, nein, wow. Letzter Vlog war ja so ein bisschen, glaube ich, Downphase und so. Und das ist dann auch immer so. Aber es ist Mittwoch, ich gehe gleich ins Vegan-Haus essen, muss mich gleich noch schnell fertig machen. Aber ich dachte mir, ich mache schon mal kurz Intro. Eigentlich wollte ich schon Montag anfangen zu vloggen, aber nee, mir ging es irgendwie gestern und Montag auch nicht so gut. Und deswegen heute hallo. Ja, also ich gehe heute essen, zeige euch dann abends später wahrscheinlich noch meine ASOS-Bestellung, weil ich wollte noch ein paar Sachen zum Anziehen haben, because ich fliege Freitag nach Paris. Ja, also meine Theorie ist auch wegen meiner Down-Phase, es wird sich jetzt nicht mehr viel daran ändern, bis ich Freitag endlich in diesem Urlaub bin, sage ich mal. Also das klingt jetzt so, als wenn es was Schlechtes wäre, aber bis ich quasi jetzt irgendwie mal rauskomme und was anderes sehe. Naja, werden wir sehen. Aber ich dachte mir, ich nehme euch die Tage vorher mit. Genau, warum fliege ich überhaupt nach Paris? Ja, weil es mir so schlecht, also weil es mir nicht gut geht. Und ich dachte mir, ich muss mal rauskommen, was anderes sehen. Deswegen dachte ich mir, ich fliege weg. Das mache ich auch. Eigentlich hatte ich geplant, Freitag bis Montag in Paris zu sein und von da aus dann direkt weiter nach Mallorca zu fliegen. Noch 5 Tage. Und das ist auch eigentlich alles schon genauso gebucht. Aber vielleicht habe ich jetzt nächste Woche mit Lisa noch quasi was anderes vor. Also noch so eine Kampagne, die wir machen. Aber da haben wir noch nicht Bescheid, ob wir da genommen werden. Aber die wäre sonst nächsten Donnerstag bis Samstag. Und deswegen, ja, bin ich jetzt ein bisschen überfordert, ob ich jetzt Mallorca storniere oder ob ich es noch nicht storniere, weil ich weiß noch nicht, ob wir die Kampagne bekommen. Und ich kann halt eigentlich nur noch bis heute Abend stornieren und ja, ich weiß noch nicht, was da meine Lösung sein wird. Aber ja, ich beschwere mich mal nicht, weil wenn wir diese Kampagne bekommen, dann wird es Köln sein. Genau, also dann werde ich wahrscheinlich Paris verlängern und dann von da nach Köln. Und ja, müssen wir mal schauen. Also ich bin ein bisschen überfordert gerade. Weil ich denke halt so, also eigentlich habe ich manifestiert, dass es klappt, deswegen klappt es, deswegen müsst ihr stornieren und dann werden nur 200 Euro Flüge weg. Ja, und dann sollte ich den Rückflug von Mallorca, kann ich eigentlich noch umbuchen und dann einfach ein anderes Mal nach Mallorca fliegen. Aber ich sag's euch, meine letzten 2 Urlaube haben schon nicht geklappt, deswegen muss es jetzt wahrscheinlich auch irgendwie nicht so richtig klappen. Und dann sind alle guten Dinge 3. Okay, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe ein bisschen viel wirres Zeug geredet. Eigentlich wollte ich euch meinen Boutonniere-Einkauf nochmal schnell zeigen. Weil ich noch so ein paar Sachen brauchte. Und zwar, also ich kenne mich gar nicht aus mit Skincare, aber ich finde dieses neutrogene Peeling-Masken-Ding eigentlich ganz nice. Und passend dazu diese Creme hier von denen, die Hypo Boost Aqua Creme. Die finde ich echt gut. Ja, die ist sehr feuchtigkeitsspendend mit Hyaluron. Lieben wir. Dann so Feuchttücher fand ich, glaube ich, fürs Reisen so ganz gut, um mein Gesicht zwischendurch zu befreien von Schmutz. Dann habe ich noch wieder mein Deo hier gekauft. Das benutze ich immer, das finde ich richtig nice. Brauche ich auch wieder. Nivea Body Lotion, weil weiche Haut ist auch wichtig. Dann so richtig, richtig männlich, 3-in-1 Duscha-Dings, weil ich irgendwie jetzt schon im Gefühl habe, dass ich zu wenig Platz habe, um Sachen mitzunehmen in meinen Koffer und deswegen dachte ich mir, kann ich vielleicht jetzt hier sparen. Normalerweise habe ich schon immer so 2 bis 3 Kulturtaschen mit und ja, es wird schwierig mit dem Packen, ich bin mal gespannt und ja, neuen Concealer, weil der war auch leer. Ja, that's it, ich mache mich jetzt mal fertig und dann geht's essen. Okay, ich wollte euch noch kurz mein Outfit zeigen. Und zwar, ich habe so ein Ralph Lauren Hemd an, weißes T-Shirt, so eine Kette und Ringe von ASOS. Ich würde die Ringe von ASOS aber nicht empfehlen, weil irgendwie ja, färben die so richtig doll und schnell ab. Ja, schwarze Levi's Jeans, Nike Tennissocken und Air Force. Ich muss sagen, also first of all regt es mich auf, dass man auch immer keine weißen Air Force bekommt, weil ich finde, so mit schwarzem Schuh ist es ein ganz anderer Schuh. Und ja, ich bin mir auch ein bisschen unsicher mit dem Outfit, weil das Ding ist halt, es ist noch nicht warm genug, dass ich ohne Winterjacke abends nach Hause kann und die ist grau. Und ich finde dann, also jetzt nicht zu dem Outfit, aber dann ist man immer so ein bisschen eingeschränkt, wenn man eine graue Winterjacke anhat. Und mit diesem Outfit, ich weiß nicht, also es stört mich jetzt irgendwie. Ich hätte das Outfit gern mit einer hellen Jeans angezogen und meinen weißen Air Force und dann wäre alles komplett weiß gewesen. Dann wäre das Problem gewesen, dass ich aber keine Umhängetasche habe, die dazu passt, weil ich nur schwarz hätte und das hätte mich dann irgendwie abgefuckt.
Und deswegen brauchte ich jetzt irgendwie was, um Schwarz mit reinzubringen. Oh, ich sag's euch, das ist Stress. Es ist echt schwierig. Naja, ich nehme die Kamera nicht mit zum Essen, weil, ja, keine Ahnung warum. Und ja, bis später. Hi Friends, es ist der nächste Tag. Es ist irgendwie so 14 Uhr oder so. Ich habe bis 11 gepennt und war dann 3 Stunden im Bett. Ja, ich war ja gestern essen. Also ich kann wirklich nur ein Vegan House in Hamburg echt empfehlen. Das ist so ein bisschen wie 1990 Vegan Living in Berlin, falls das jemand kennt. Aber ja, jetzt fahre ich auf jeden Fall ins Gym. Ich bin heute irgendwie nicht so motiviert, nicht so meine Woche, aber nützt ja nichts. Also mein Zimmer sieht auch richtig schlimm aus. Ich habe noch richtig viel zu tun irgendwie. Wollte gleich nach dem Gym auch nochmal zum Bootney so ein paar Snacks für die Reise kaufen. Dann schon mal anfangen zu packen. Ich habe jetzt gestern Abend auch spontan die Mallorca Hotels storniert, weil ich mir dachte, so, ich manifestiere, dass Köln klappt. Ja, habe aber auch noch keine Antwort wegen Köln, deswegen mal gucken. Ich sehe mich morgen so losfahren und weiß noch nicht, was dann ist. Und dann muss ich irgendwie gucken, dass ich spontan ein Hotel buche, weil ich bin bis Montag gern in Paris. Vielleicht verlängere ich das, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, ich bin irgendwie überfordert aktuell mit allem. Aber ja, das ist so der Stand. Ich gehe jetzt erstmal ins Gym und hoffe, dann kommt meine Motivation und mein Antrieb. Und dann geht's weiter. Okay, ich war jetzt gerade im Gym und ich muss ja sagen, immer wenn es einem schlecht geht und man war im Gym, geht es danach einem immer viel besser, oder? Also ich hatte noch keinen Workout, wo ich danach dachte, okay, alles kacke. Okay, nichts anfangen. Und ich muss halt auch sagen, also kennt ihr das, wenn man so richtig unmotiviert ist und dann ist man so beim Sport und denkt sich währenddessen, oh mein Gott, wie eklig, und dann schwitzt man auch noch. Aber danach ist wirklich immer geil und jetzt bin ich gerade auch ein bisschen motiviert, mir geht's besser. Ich war jetzt gerade noch bei Bootney, wie ihr gesehen habt, weil ich noch ein paar Proteinriegelmasken kaufen wollte und auch eine zweite Kulturtasche, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass eine nicht reicht. Ja, und schlechte Neuigkeiten, ich finde meinen Haarwachs nirgendwo mehr. Also ich glaube, mein Haarwachs gibt es nicht mehr. Ich finde es nirgendwo mehr. Also ich war jetzt schon bestimmt bei 5 verschiedenen Bootneys oder DMs oder so. Ich habe von Taft, die haben so ganz viele und ich habe immer so ein graues gehabt. Das gibt es nicht mehr. Aber ich bin mit meinen Haaren sowieso momentan überfordert. Ich weiß nicht, will ich sie länger, will ich sie kürzer? Will ich sie komplett blondieren? Also, ja. Falls ihr eine Idee habt für einen Hairstyle, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht. Also ich habe an sich relativ viel und volles Haar. Aber ich weiß nicht so richtig, was ich damit machen soll. Ja, ich fahre jetzt auf jeden Fall nach Hause. Und werde dann so ein bisschen was erledigen. Ich denke mal erstmal was zu essen machen. Und ja, dann fängt es an. Ich habe ein bisschen Angst und keine Lust, weil ich muss irgendwie echt viele Sachen machen, also so packen, aufräumen. Ich muss irgendwie noch einchecken im Hotel. Ich muss erstmal gucken, ich weiß noch nicht mehr, in welcher Flug-Airline ich morgen fliege. Muss gucken, wie, wann ich zum Flughafen komme. Ich sag's euch. Aber ich habe noch immer keinen Bescheid, ob es nach Köln geht oder nicht. Ja, und deswegen finde ich es irgendwie ein bisschen random. Ich fliege jetzt erstmal nach Paris und weiß nicht. Oh Gott. Perfekt. Und Reflexe. Ja, ich fliege jetzt erstmal nach Paris und weiß nicht, wo es hingeht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie noch 2-3 Tage Paris zu verlängern, wäre irgendwie auch süß. Weil irgendwie habe ich gerade richtig Lust auf Paris, aber ja, keine Ahnung. Mal schauen, es bleibt spannend. Okay, ich bin zu Hause, ich habe gegessen und bin jetzt in meinem Chaos angekommen. Hier unten, seht ihr nicht, liegt mein ASOS-Paket. Ja, also auch mal gute Empfehlung, wenn es euch schlecht geht, bestellt einfach Sachen online. Hilft kurzfristig, aber eigentlich fühle ich mich schlecht, wenn ich das sage, wegen Konsum, Fast Fashion und so, aber naja, ich wollte noch ein paar Sachen für Paris haben, ich probiere die jetzt mal an und ja, vielleicht zeige ich euch, wie die gut aussieht. Okay, also als erstes, ich habe diese Schuhe, wartet, die sind so babyblau und ich habe dazu diesen Pullover bestellt und habe noch einen anderen blauen Pullover bestellt und ich wollte halt, dass das so mit den Schuhen matcht, aber irgendwie matcht keiner so richtig. Also das hier geht, glaube ich, noch, aber ich überlege mir das nochmal so, weil ich wollte es halt so zusammentragen, aber ich weiß noch nicht. Okay, wir haben dieses Oberteil, das ist so richtig weich. An sich finde ich es, glaube ich, ganz cool, aber das steht hinten irgendwie so ein bisschen blöd ab und für 33 Euro weiß ich nicht. Aber wir haben diese Sonnenbrille,
Die finde ich auf jeden Fall sehr nice. Die gibt mir so ein bisschen 2000er Britney Vibes. Hier liegt auch irgendwo noch so ein weißes Crop Top, das ist aber nicht. Und ja, also mit den Schuhen, mit dem Pulli überlege ich mal nochmal. Ich brauche halt auch irgendwas zum Anziehen in Paris. Deswegen, ja. Aber ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen Ordnung machen, weil, also, sieht hier gerade so aus. Top. Ich denke mal, ich werde jetzt einmal alles aufräumen und dann werde ich mal meinen Check-in machen. Ich muss gucken, wann ich fliege und so. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ach, okay, es sind viele Stunden vergangen. Ich habe auch meine Bordkarte für morgen. Ich habe im Hotel eingecheckt. Ich habe angefangen zu packen, aber ich finde es halt schwierig. Oder, okay, nee, ich habe nicht angefangen, ich habe Sachen rausgelegt. Ich finde es aber schwierig, weil ich noch nicht weiß, wo es hingeht. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich zu wenig Platz habe. Also das sind meine Koffer. Und ich habe jetzt hier schon meine Schuhe hingestellt, schon so ein paar Sachen hingelegt. Und ja, das ist auch alles, was mit soll. Aber ich habe irgendwie gar keine Lust mehr. Es ist jetzt auch schon kurz nach 9. Ich glaube, ich mache den Rest morgen, weil ich fliege ja auch erst abends. Ja, ich denke mal, ich werde mich jetzt noch ins Bett hauen und irgendwie Netflix schauen oder so. Und ja, werde dann morgen früh noch zum Sport und dann auch mal anfangen zu packen. Und ja, that's it für heute. Okay, hallo. Das ist der nächste Tag. Ich war im Sport. Und ich war meine ASOS-Rücksendung wegbringen. Und jetzt versuche ich gerade keinen Mental Breakdown zu bekommen, weil ich habe jetzt angefangen, ich war gerade duschen. Und ich habe noch so ungefähr 2 Stunden. Und habe schon mal jetzt rausgesucht, was ich so mitnehmen will, was vielleicht ganz gut ist. Und das ist gerade so, sind nur so Kleidung. Und es muss da irgendwie alles reinpassen. Ich weiß noch nicht. Das sind so Schuhe. Ich weiß nicht, an sich würde ich alle gerne mitnehmen, aber ich glaube, ich muss aussortieren. Da ist so random stuff. Und hier ist so random stuff. Und ich bin halt irgendwie so überfordert, weil ich weiß halt immer noch nicht, wie es weitergeht. Und ich weiß nicht, was ich alles mitnehmen soll. Das ist noch nicht mal alles. Ich habe noch Sachen unten, die will ich noch mitnehmen. Ich will noch so Proteinpulver mitnehmen und so. Oh, naja. Aber wir schaffen das. Ich bin mal gespannt, wie das alles passt. Ey, ich heul. Ich finde es gerade schon wieder dumm von mir selber, dass ich mir nicht 2 große Koffer gebucht habe, weil ich kenne mich und ich habe immer zu viel mit. Oder will immer viel dabei haben. Deswegen denke ich mir so, wieso hast du dir nicht einfach 2 Koffer gebucht? Naja, weniger beschweren, mehr machen, würde ich sagen. Okay, Update. Ich bin eigentlich fertig mit Packen. Es hat fast alles gepasst. Ein paar Sachen mussten hier bleiben, aber naja. Also eigentlich bin ich ganz zufrieden, wie ich gepackt habe. Ich habe jetzt gerade mein Bett auch neu bezogen. Damit, wenn ich nach Hause komme, alles frisch ist. Habe den Müll rausgebracht und jetzt habe ich noch so eine halbe Stunde Zeit. Werde noch schnell was essen. Ja, und ich glaube, ich werde das Video auch hier beenden. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Video ein. Dann bin ich dann wahrscheinlich in Paris. Und ja, tschüss.